Wir betrachten in der Thermodynamik die Prozesse nicht nur durch die Energiebrille, sondern jetzt auch durch die Entropiebrille. Wir wollen wissen, wie ändert sich das Chaos bei den Prozessen. Wir betrachten zunächst eine Phasenänderung, zum Beispiel das Schmelzen oder das Verdampfen, und stellen fest, hier wird auf jeden Fall die Entropie vergrößert, denn wir haben eine Wärme, die wir zuführen bei einer Temperatur. Beim Schmelzen ist das die Schmelzwärme oder die Schmelzenthalpie bzw. die Schmelztemperatur und beim Verdampfen die entsprechenden Verdampfungsgrößen. Wenn wir Wasser zum Beispiel schmelzen, brauchen wir 6 kJ pro Mol bei 273 Kelvin. Das heißt, wir erhöhen das Chaos in Eis, wenn wir es schmelzen, um 22 Joule pro Mol Kelvin. Das ist die molare Schmelzentropie. Wenn wir Wasser verdunsten oder verdampfen, ist dasselbe der Fall. Wir haben eine Wärme, die wir zuführen bei einer Temperatur. Wenn wir das bei Siedetemperatur tun, haben wir 40,7 kJ durch 100 Grad Celsius, sind 109 Joule pro Mol und Kelvin. Gasförmiges Wasser bei 100 Grad hat nicht nur eine höhere Energie als flüssiges Wasser bei 100 Grad, sondern auch einen höheren Unordnungsgrad, nämlich 109 Joule pro Mol und Kelvin. Wir können andere Substanzen entsprechend quantifizieren. Die Verdampfungsentropie von Benzol zum Beispiel ist 87 Joule pro Mol und Kelvin. Ein bisschen formale Thermodynamik, um weitere Gleichungen abzuleiten. Das ist der erste Hauptsatz. U gleich Q plus W, differenziell geschrieben. Wir wollen jetzt mal reversible Vorgänge betrachten. Dann ist sowohl Q als auch W reversibel. Bei U brauchen wir den Index nicht, denn U ist immer gleich, egal wie das passiert. Wir setzen für Qref die Definition der Entropie ein, wir setzen für Wref die Volumenarbeit ein, wenn wir nur Volumenarbeit zulassen. Wir haben außerdem, da wir reversibel arbeiten, Px gleich P. Wenn wir ideales Gas haben, haben wir dU gleich Cv dT. Alles zusammengenommen ergibt diese Formel hier. Aufgelöst nach dS sieht man schon, dass dS von der Temperatur und vom Volumen in ganz bestimmter Art und Weise abhängt. Wir können integrieren und halten diese Form. Wir wollen diese Formel jetzt Schritt für Schritt untersuchen. Zunächst mal wollen wir annehmen, dass die Temperatur konstant bleibt. Dann fällt der erste Term weg. Dann sehen wir, wie die Entropie vom Volumen abhängt, nämlich über dieses zweite Integral. Beim spontanen Expandieren eines Gases in ein Vakuum nimmt das Volumen zu und entsprechend der Formel nimmt auch die Entropie zu. Wir können das ausrechnen mit dem idealen Gasgesetz und erhalten nR ln Endvolumen durch Anfangsvolumen. Wenn das Endvolumen größer ist als das Anfangsvolumen, nimmt die Entropie zu. Bei Verdünnung, bei jeder Verdünnung nimmt die Entropie zu. Hier ist ein deutlicher Unterschied zur Energiebetrachtung festzustellen. Dieser Prozess durch die Energiebrille betrachtet, ist ein Nullsummenspiel. Energie vorher gleich Energie nachher. Delta H bei Verdünnung im idealen System gleich 0. Delta S bei Verdünnung im idealen System ist aber nicht gleich 0, hat einen positiven Wert. Auch beim Mischen von verschiedenen Flüssigkeiten haben wir im Idealfall keinen Temperatureffekt. Wir haben aber in jedem Fall einen Entropieeffekt, und zwar hier sogar zwei Teile, einmal die Vergrößerung der Entropie vom Stoff A und einmal die Vergrößerung der Entropie vom Stoff B. Wir schauen wieder unsere Formel an und streichen jetzt den ersten, den zweiten Term, weil wir jetzt die Temperaturänderung betrachten. Wir sehen, dass die Entropie von der Temperatur in dieser Weise abhängt. Beziehungsweise in dieser Weise, wenn wir bei konstantem Druck arbeiten. Man kann sich das sehr gut grafisch vorstellen. Wenn wir Cv oder Cp durch T auftragen in die Temperatur, dann müssen wir integrieren, um Delta S zu erhalten. Wenn Cp oder Cv konstant ist, können wir einfach Cp ausklammern
und erhalten einen Ausdruck, der ganz ähnlich aussieht wie vorhin beim Verdünnen. Hier haben wir die Entropie eines reinen Stoffes, nämlich Stickstoff, gegen die Temperatur aufgetragen. Es sieht ähnlich aus wie der thermische Fingerabdruck der Enthalpie, aber es sind doch einige Unterschiede festzustellen. Wir haben einmal diese beiden Unstetigkeiten beim Schmelzen und Verdampfen. Hier nimmt die Entropie sprunghaft zu, obwohl sich die Temperatur nicht ändert. Dann haben wir Abschnitte, die eine endliche Steigung haben. Hier zum Beispiel ein Abschnitt zwischen der Schmelz- und der Siedetemperatur. Das ist die Entropiezunahme bei Änderung der Temperatur. Der deutlichste Unterschied zur Enthalpie-Temperaturkurve ist, dass diese Kurve bei 0 Kelvin tatsächlich auch zur Entropie 0 sich annähert. Und damit sind wir schon beim dritten Hauptsatz. Nochmal die entsprechenden Gleichungen, um hier diese Formel, diese Kurve auszurechnen. Wir haben einmal die Entropieänderung des Gases, wir haben hier die Verdampfungsentropie, wir haben die Entropieänderung der Flüssigkeit, Entropieänderung des Schmelzens, Entropieänderung des Feststoffes plus die Nullpunktsentropie. Und diese Nullpunktsentropie ist nun nach dem dritten Hauptsatz gleich 0. Das bedeutet, dass bei 0 Kelvin ein idealer Kristall die optimale Ordnung besitzt. Die optimale Ordnung heißt, es gibt keinerlei, oder es gibt nur einen Mikrozustand, Informationen vollständig vorliegen, und das bedeutet, wir haben die Entropie 0. Das ist der dritte Hauptsatz. Die Entropie kristalliner Feststoffe wird bei 0 Kelvin gleich 0. Mit diesem nullten Hauptsatz können wir nun, mit diesem dritten Hauptsatz können wir nun Entropien von Molekülen und Atomen und Elementen und Verbindungen, mit diesem dritten Hauptsatz können wir nun Entropien tabellieren. Die tabellierten Entropien sind, hier zu den tabellierten Enthalpien, alle positiv. Feststoffe haben sehr kleine Entropien, Flüssigkeiten eine größere Entropie und Gase noch höhere Entropie. Hier nochmal zum Vergleich die Enthalpien, die sich alle auf Elemente bei 25 Grad beziehen. Wenn wir die Entropie bezeichnen, da haben wir hier auch kein Delta, sondern wir haben absolute Entropien. Kohlenstoff zum Beispiel 2,4, eine sehr, sehr kleine Entropie. Wasser etwa 70, Wasserstoff etwa 130, Stickstoff 190 Joule pro Kelvin und Mol. Wenn wir die Tabellenwerte von, allen Stoffen haben, mit diesen Tabellenwerten können wir jetzt beliebige Prozesse, beliebige chemische Reaktionen entropiemäßig untersuchen. Wenn wir beispielsweise die Dissoziation von N2O4 uns anschauen, ein endothermer Prozess, endotherm bezieht sich auf die Energiebetrachtung, dann können wir feststellen, die Produkte haben hier eine höhere Entropie als die Edukte. Wir haben also auch einen Endotropenprozess hier vor uns. Delta S ist positiv. 304, das ist die Entropie von N2O4. 239,8 mal 2 ist die Entropie von 2 mal NO2. Differenz ist plus 175 Joule pro Mol und Kelvin. Das ist die Reaktionsentropie, die Standardreaktionsentropie. Das Maß an Chaos um die, das Chaos nimmt bei diesem Prozess um 175 Joule pro Mol und Kelvin zu, sofern reines N2O4
zu 2 mol NO2 zerfällt. Wir können diesen Prozess auch noch von der Reaktionslaufzahl skizzieren. Wir haben hier die reinen Edukte, die reinen Produkte. Hier haben wir unser Delta S0. Und wenn wir jetzt die Entropie während des Prozesses, während des Reaktionsprozesses untersuchen, stellen wir fest, es kommt zu einer Kurve, die nicht unbedingt linear ist, die teilweise auch ein Maximum besitzt. Denn Mischungen haben in der Regel eine höhere Entropie, ein höheres Maß an Chaos als reiner Stoff. Delta S0, das ist der Unterschied zwischen den reinen Edukten und Produkten. Delta S ohne Index 0 ist die Steigung dieser Kurve. Ein anderes Beispiel ist die Knallgasreaktion. Wenn wir diese Reaktion energetisch betrachten, ist das eine exotherme Reaktion. Die Enthalpie nimmt ab, das ist ein exothermer Prozess. Von der Entropie her sieht es so aus, dass wir von zwei Gasen ausgehen, zwei Stoffe, die sehr hohe Entropie haben. Wir landen schließlich bei 2 mol Flüssigkeit, Komponenten, die eine kleine Entropie haben. Wir haben also eine Entropieverringerung. Wir haben einen exotropen Prozess. Wir können das ausrechnen mit den Tabellenwerten. 130 für jeden Wasserstoff, 205 für jeden Sauerstoff, 69 für jedes Wasser. Wir müssen die Umsatzzahlen mit berücksichtigen und erhalten eine negative Reaktionsentropie von 326 Joule pro Mol und Kelvin. Wenn die Knallgasreaktion stattfindet in einem System, nimmt also nicht nur die Energie ab, sondern auch die Entropie. Ein kleiner Zusatz noch zur Entropie. Die Entropie hängt bei Gasen von der Verdünnung ab. Je verdünnter, desto höher ist die Entropie. Wenn ich ein Gas aufkonzentriere, also zum Beispiel den Druck erhöhe, dann vermindere ich die Entropie. Das Gas widersetzt sich sozusagen diesem unnatürlichen Vorgang, dadurch, dass ein Druck entsteht. Sie müssen eine Kraft aufwenden, um ein Gas zu komprimieren. Das ist kein Energieeffekt, sondern ein Entropieeffekt. Denn die Energie des Gases ist hier nicht verändert. Die Kraft, die Sie aufwenden müssen, ist proportional der Temperatur und umgekehrt proportional dem Volumen. Ähnliches gilt auch für das Dehnen eines Kautschukbandes. Wenn Sie ein Kautschukmolekül sich anschauen, ist es ein sehr verknäueltes Molekül, Makromolekül. Wenn Sie das strecken, dann brauchen Sie dazu eine Kraft, nicht weil das energetisch notwendig ist, sondern weil Sie die Entropie verringern. Das ist eine Form der Entropieelastizität. Auch hier ist die Kraft proportional der Temperatur und umgekehrt proportional dem Volumen. Das bedeutet, wenn wir eine höhere Temperatur haben, dann ist es schwieriger, ein Kautschukband zu dehnen, als bei einer tieferen Temperatur. In der Tat ist es so, dass ein Kautschukband, was gespannt ist, sich mit zunehmender Temperatur wieder zusammenzieht. Die entsprechenden Formeln finden Sie in der Literatur. Diese Gleichung ist nicht ganz zufällig ähnlich der idealen Gasgleichung. Es ist die Zustandsgleichung des entropieelastischen Zustandes. Wenn wir zusammenfassen, müssen wir festhalten, die Entropie ändert sich bei Phasenänderungen, bei Temperaturänderungen, bei Verdünnung, bei chemischen Reaktionen und bei Konformationsänderungen. Die entsprechenden Formeln sind hier aufgelistet. Meisten ergeben sich direkt aus der Definition der Entropie bzw. durch Anwendung vom ersten und zweiten Hauptsatz.